wenn ich falle. Ins Wasser fällt sie zwar nicht, stolpert aber gleich zweimal. Trotzdem punktet die Altenpflegerin bei der Jury. Was eben ganz toll war, wie sie sich wirklich aufrecht gehalten hat und auch gelächelt hat, trotz allem. Sie wirkt teilweise in ihrer Pose ein bisschen arrogant. Hier finde ich es eigentlich dramatisch, weil sie halt einfach definitiv zu klein ist. Und sie hat jetzt gezeigt, wie man laufen muss als Model. Auch das Thema gut umgesetzt hat mit Business. Also da jetzt was rauszuholen, wird extrem schwierig. Ja. Das ist jetzt böse, so wenn ich sage, Otto Walkes Gang. Aber es ist einfach Otto, der lief auch immer so im Film. Und ich finde das nicht so gerade sehr passend. Ich bin mit mir zufrieden. Ob das die Jury auch so sieht? Sie beraten sich intensiv. Dann steht fest, wer bei der Bookerin einen professionellen Eindruck hinterlassen hat und mit ihren Jokern weiterkommt. Tja, euch habe ich jetzt meinen Joker übergeben. Also ihr werdet auf jeden Fall weiterkommen. Anne, Tatjana und Anke haben es geschafft. Jetzt wird's ernst, denn Ingrid muss zwei Kandidatinnen rauswerfen. Sie holt Sabine, Julia und Vanessa nach vorne. Julia, jetzt zu dir. Wir haben den Eindruck, dass du das nicht wirklich willst. Es tut uns leid, aber es geht leider jetzt an dieser Stelle nicht für dich weiter, Julia. Ja, Vanessa, wir müssen dir leider sagen, dass jetzt auch für dich hier leider zu Ende ist. Ich kann es nicht nachvollziehen. Trauer auf der einen und Freude auf der anderen Seite. Nur noch 8 Molly-Models ziehen in die nächste Runde ein. Die Herausforderung am dritten Castingtag ist schweißtreibend. Lauter begeisterte Gesichter, oder? Ja, die sind ganz heiß auf dich. Ihr seid schon heiß auf mich. Okay, dann legen wir gleich los. Also, kommt mal mit. Dann folgt mal dem großen Meister. Der nimmt euch jetzt mal so richtig ran. Und zwar auf dem Crosstrainer. Während die einen motiviert in die Pedalen treten, haben andere schon wieder einen Sonderwunsch. Dann zu langsam. Peter? Ja, bitte? Also, das geht mit meinem Sprunggelenk nicht. Also, ich bräuchte jetzt einen Ruderer, okay, oder mit dem Arm dieses Fahrrad fahren. Also, jemanden kann man natürlich nicht schicken zu einem Kunden. Weil die dann ja irgendwo immer auffällt, negativ auffällt, jemand, der ein Handicap hat, wie jetzt ein steifes Fußgelenk. Also so jemand ist nicht buchbar in der Realität. Sabine aus Duisburg aber kann gar nicht verstehen, warum auf ihr herumgehackt wird, wo sie doch trotz Schmerzen immer alles gibt. Man kann ja einmal auch mal einen Tag mal darüber den Mund halten und einfach mal sagen, es war gut. Die Nachwuchsmodels entdecken beim Training Muskeln, von denen sie vorher gar nicht wussten, dass sie existieren. Doch Sabine kann wegen der Schmerzen im Fuß nicht mehr weitermachen. Um trotzdem vor der Jury zu bestehen, greift sie zu Schmerzmitteln. Für einen Modelvertrag setzt sie ihre Gesundheit aufs Spiel. Für Agenturinhaberin Ingrid ein untragbares Risiko. Sabine, willst du nicht lieber mal aufhören? Du hast da schon Schmerzspritzen, oder? Ja, aber das können wir echt nicht verantworten, wenn wir jetzt so. Ich nehme sowieso im Alltag immer Schmerzen. Nach den Muskeln ist Köpfchen gefragt. Die Kandidatinnen müssen sich eine lange Schrittfolge für den Laufsteg merken. Nach einer halben Stunde möchte ich, dass ihr das fertig vorführt und mit Lächeln und dem Ganzen drumherum, okay? Die Schritte für die Choreografie sind kompliziert, die Kandidatinnen teilweise völlig überfordert. Die Konzentration lässt zu wünschen übrig. Für zwei Kandidatinnen geht der Traum vom Molly-Model heute zu Ende. Ich wäre schon auf eine gewisse Art und Weise enttäuscht, aber jetzt so langsam müssen halt auch die Köpfe rollen, die zum Schluss nicht mehr gebraucht werden. Ob auch Isabella dazugehören wird? Sie überzeugt durch ihren Hüftschwung, doch sie ist 10 cm zu klein. Trotzdem weiß sie, was sie will. Ich würde es mir wirklich wünschen, es war wirklich mein Traum. Wenn das jetzt die Endstation für mich wäre, dann schnaufe ich erstmal auf. Das weiß auch die Jury und zieht sich zur Beratung zurück. Sie bewertet Choreografie und Fitness. Auch ein molliges Model muss körperlich fit sein, um die Strapazen eines Fotoshootings meistern zu können. Tatjana muss als Erste nach vorne. Tatjana, wir hatten das Problem bei der Choreografie. Im Vergleich jetzt zu allen anderen bist du herausgestochen, weil dein Gang sehr stelzig war und auch sehr unelegant. Also das wirkte sehr behäbig und wir befürchten einfach, dass du das in der Kürze der Zeit nicht mehr hinbekommst, das perfekt zu machen. Für dich ist an dieser Stelle zu Ende.
Tatjana ist raus und es wird noch eine gehen müssen. Für Sabine stehen die Chancen schlecht. Ich war etwas erschrocken, als du dein Schmerzspray herausgeholt hast, weil da schellen bei mir spätestens die Alarmglocken und ich denke, ich muss eingreifen, einfach um dich zu schützen. Und auch bei dieser Choreografie, da bist du in der Gruppe irgendwie eher ein bisschen rausgefallen. Und ich denke, ein Problem ist auch deine Silhouette. Und deswegen muss ich dir jetzt leider sagen, Sabine, dass es heute und hier für dich endet. Die Erzieherin aus Duisburg hat alles gegeben. Doch das hat nicht gereicht. Ihr Handicap, das kaputte Bein, ist schuld. Also mir war von Anfang an klar, dass ich mit meinem Bein eigentlich gar keine Chance habe auf den Sieg. Aber ich finde es einfach schon wahnsinnig, wie weit ich jetzt gekommen bin. Die schwerste Aufgabe des Molly Model Castings steht den restlichen 6 Kandidatinnen jetzt bevor. Der Tag am Bodensee zeigt sich von seiner schönsten Seite. Und die Mädchen haben schon jetzt eine böse Vorahnung. Was ist denn eure Spekulation, was wir heute machen? Bademode. Gut, die Kandidatin erhält 100 Punkte. Ein Fotoshooting im Bikini. Die Mädchen haben Angst. Alles zu zeigen ist gerade für mollige Frauen ein schwerer Schritt. Kandidatin Petra schockt mit einer Hiobsbotschaft. Also, ich habe jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Ich habe entschieden, dass ich heute abreise. Nein. Doch. Wieso denn das? Hat persönliche Gründe. Es war ganz unfassbar. Ach Petra, ich bin geschockt. Ja. Was bisher niemand wusste, Petra ist die heimliche Favoritin der Agenturchefin. Rückblick. Da hat alles gestimmt. Die war einfach authentisch. Sympathisch. Wie sie läuft. Also, ja. Total schön. Nichts aufgesetzt. Nein, genau. Nee. Authentisch. Ingrid setzt alles dran, Petra umzustimmen und ihr die Angst vor dem Bikini-Shooting zu nehmen. Im Prinzip hast du noch ein Problem in dir drin mit deinem Körper. Und es ist so schade. Schau dir mal an, Mädchen. Du hast eine Top-Figur. Ich wäre froh, ich wäre einmal in meinem Leben gewesen wie du. Mach's, Petra, für dich selber. Und okay. Ich verspreche dir hiermit, ich werde dafür Sorge tragen, dass du nur Bademoden tragen musst, in denen du dich wohlfühlst. Okay. Favoritin Petra lenkt ein und kehrt mit neuem Mut zu den anderen zurück. Bleib noch da. Ja, super. Bravo. Petra hat neuen Mut gefasst. Die Freude über ihr Bleiben ist groß, währt jedoch nicht lange. Einige zweifeln immer noch. Ich habe halt echt Angst vor diesem Vorführen. Mir ist ein bisschen mulmig bei dem Gedanke. Wir haben euch ja nicht so weit kommen lassen, weil ihr jetzt irgendwie unästhetische Frauen seid, sondern weil ihr gut aussehende, attraktive Frauen seid. Ihr müsst keine Angst haben, wir wollen euch nicht vorführen. Und das verspreche ich euch hiermit hoch und heilig. Also ich mache es nicht, wenn Kameras dabei sind. Ich kann es nicht. Also das wäre für mich einfach zu viel. Trotz aller Bemühungen lässt sich Anne nicht überzeugen. Agenturchefin Ingrid läuft die Zeit weg. Das Shooting muss beginnen. Lass es uns aber doch jetzt erst mal anschauen, was ihr bekommt. Ja, okay. Und dann sprechen wir noch mal, okay? Ja, bitte. Alles klar. Petra macht mutig den Anfang und stellt sich als Erste der Kamera. Von der anfänglichen Scham keine Spur mehr. Wow, super. Agenturchefin Ingrid weiß, wie sie ihre Models in Szene setzt, ohne dass es peinlich wirkt. Aber achtet drauf, dass sich der Oberkörper aufrichtet. Natürlich wollen wir, dass das Dekolleté hervorspringt, weil das ist einfach unser Bonuspunkt. So gesehen hat Christine den größten Bonus zu bieten. Dessen ist sie sich nun auch bewusst. Sie hat ihre Ängste abgelegt und fühlt sich wohl in ihrer Haut. Auch dünne Frauen haben an sich immer was auszusetzen, aber ist okay so. Man kann das ein bisschen kaschieren. Ein ganz neues Lebensgefühl. Auch Manuela kennt ihre Problemzonen und steht dazu. Meinen oberen Schenkel, was mir daran gefällt, gar nichts. Ich habe jetzt schon Komplimente gekriegt, dass es gut aussieht und ich vertraue denen schon, dass es so ist. Diesem Beispiel folgt nun sogar auch Anne. Zu Beginn klar dagegen, gibt sie sich jetzt freizügig und selbstbewusst. Ein Sinneswandel. Die anderen Mädels wurden alle auch schon fotografiert und es ist gut gelaufen. Und das habe ich mir angeguckt und das hat mich jetzt ein bisschen entspannt. Bei den Shootings haben alle Kandidatinnen ihre Problemzonen vergessen und posieren vor der Kamera, als hätten sie nie etwas anderes getan. Deshalb fällt der Jury die Entscheidung besonders schwer, welche beiden Strandschönheiten heute ihre Koffer packen müssen.
Die vier Kandidatinnen, die von Ingrid ein Foto bekommen, sind im Finale. Ein Foto für die Anke. Du bist im Finale, Anke. Ich habe noch ein Foto. Das war dein.